kennen ihn aus dem Fernsehen, haben ihn als Fragesteller beim TV-Duell mit Angela Merkel und Martin Schulz erlebt. Der RTL-Chefmoderator Peter Klöppel machte gestern auf seiner Deutschlandreise vor den Bundestagswahlen Station in Goslar. Er besuchte ein Integrationsprojekt im Hansa-Seniorenzentrum in Jürgenohl. Er sprach mit den Organisatoren und einigen Flüchtlingen. Unsere Redakteurin Sabine Kämpfer führte noch ein kurzes Interview mit Peter Klöppel, bevor es für ihn und sein Team schon weiterging. Die Berichterstattung und das Live-Interview mit Oberbürgermeister Dr. Oliver Jung auf dem Marktplatz mussten noch vorbereitet werden. Ganz gerne. Wir nutzen heute die Chance, dass wir Peter Klöppel hier haben, drei Fragen an den bekannten Moderator zu richten. Sie waren heute hier im Hansa-Haus und haben sich ein Integrationsprojekt angesehen. Thema Flüchtlinge war ja auch das Hauptthema des Fernsehduells, wo Sie einer der vier Fragenden waren. Warum beschäftigt uns das so sehr? Könnten wir beim Integrieren vielleicht besser sein? Ich glaube, wir können in vielen Dingen in Deutschland besser sein. Wir sind schon sehr gut, auch beim Integrieren. Aber wir sehen, dass wir hier vor eine Aufgabe gestellt worden sind, mit der wir selber im Jahr 2013 oder 2014 niemals gerechnet hätten. Auf einmal kamen in den beiden Jahren 15 und 16 über 1 Million Menschen zu uns aus einem anderen Kulturkreis, die hier eine neue Heimat gesucht haben. Und das ist eine große Herausforderung, auch für eine Nation wie unsere, die reich ist, der es gut geht und in der viele Menschen auch bereit sind, etwas zu bewegen. Aber viele haben auch immer noch Sorgen, Ressentiments, sehen die Herausforderungen, wissen nicht so richtig, ob sie das alles bewältigen können. Und deswegen muss ich sagen, ja, wir können noch besser werden, aber wir sind schon ziemlich gut. Das hört sich gut an. Ich weiß, es ist auch für Journalisten eine große Herausforderung. Jetzt haben Sie ja auch eine eigene Journalistenschule. Können Sie denn heute den jungen Leuten diesen Beruf noch empfehlen? Absolut. Journalismus ist heute genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als vor 10, 20 oder 50 Jahren. Die Menschen hier im Land, aber auch in vielen anderen Ländern, wollen informiert werden. Und zwar neutral, objektiv, mit relevanten Informationen. Und dafür brauchen wir gut ausgebildete Journalisten. Wir werden ja überschüttet mit Informationen. Über das Internet, über Facebook, wo auch immer, bekommen wir Dinge zu hören, von denen wir oft nicht so genau wissen, Moment mal, stimmt das eigentlich? Und um das zu überprüfen, brauchen wir gute Journalisten und deswegen kann ich jedem weiterhin guten Herzens empfehlen, klar, Journalist werden ist immer noch eine tolle Sache. Ist vielleicht im Moment in den USA auch eine besondere Herausforderung, Journalist zu sein, vielleicht auch eine besondere Freude, ich kann es nicht beurteilen. Sie haben ja Verbindungen in die USA, einen Familienzweig. Reisen Sie heute noch genauso gerne in die USA wie damals oder können Sie uns sagen, hat sich das Leben da in Ihrem privaten Umfeld durch Herrn Trump verändert? Nein, ich reise heute noch genauso gerne nach Amerika wie vor 2 Jahren oder vor 5 oder vor 15 Jahren. Was wir ja gerne vergessen ist, dass Washington und die Politik nicht das ganze Land bedeuten und dass wir im Land immer schon eine gewisse politische Teilung hatten zwischen den Demokraten und den Republikanern. Das ist nicht erst durch Donald Trump aufgekommen. Was wir jetzt beobachten, ist, dass der, sagen wir mal, Graben breiter geworden ist. Aber ich muss auch sagen, in meiner Familie, auch wenn wir da nicht alle einer Meinung sind, mögen wir uns trotzdem alle genauso wie vorher. Und wir lassen doch nicht politische Unwägbarkeiten zwischen uns als Familie kommen. Dafür sind wir viel zu stark als Familie.